Ja, hallo und grüß euch. Ja, 11. Gebot, du sollst dich nicht täuschen. Beim letzten Mal habe ich nur gesagt, das mit dem Schnee wird wohl nichts mehr werden. So schnell kann sich alles ändern. Innerhalb der letzten Woche hat es zuerst sehr stark geregnet und dann aber auch zu schneien begonnen. Und jetzt ist es unterschiedlich, je nachdem, da ist es nicht ganz so schlimm, aber es ist doch wieder einiges in Schnee gefallen und es ist auch wieder relativ kalt. Ja, ich bin da heute am Kloster Högelwörth, ehemaliges Kloster Högelwörth. Das liegt an einem kleinen Teich oder See, kann man fast sagen. Und ja, der Name Wörth sagt ja schon, Wörth ist eine alte Bezeichnung für Insel, dass dieses Kloster wohl früher mal auf der Insel gewesen ist. Und so war es auch, nur dieser See verlandet zusehends. Und daher ist das Kloster jetzt, oder das Gebäude des ehemaligen Klosters jetzt, auf der Halbinsel, die in diesen See hineinragt. Ja, und ich möchte ein bisschen einen kleinen Spaziergang machen. Wenn mir schon der Winter noch einmal erschienen ist, dann werde ich noch einmal ein bisschen Winterfotos machen. Und ich glaube, da vor dem Kloster und dem See kann man ganz nette Motive finden. Da gibt es hinten auch einen Bach, der so einen kleinen Wasserfall bildet in den See herunter. Das werde ich mir heute anschauen. Hier das Kloster gibt es seit 1120 circa mit der Kirche. Die Kirche ist noch als Kirche in Betrieb. Das Klostergebäude ist bei Auflösung des Klosters, das war 1817 ist das Kloster, denke ich, aufgelöst worden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und wurde dann verkauft an die Wieninger Brauerei, weil nämlich in dem Kloster früher auch Bier gebraut worden ist, wie ja in vielen Klöstern, so da auch zunächst an dieser Stelle mit mäßigem wirtschaftlichen Erfolg, weil nämlich sehr viel Bier irgendwie verdunstet ist. Das heißt, die Ausgaben waren deutlich höher als die Einnahmen. Aber das hat sich dann eingependelt und ja, wurde dann ein Teil der Wieninger Brauerei. Ja, interessant ist auch, dass in dem Kloster früher, bevor es Bier gebraut haben, Wein gekeltert worden ist. Das hat aber nicht recht funktioniert, es ist halt da einfach keine Weingegend. Ja, und dieses Kloster war auch früher eins der kleinsten und auch immer eins der ärmsten Klöster des Bistums Salzburg. Liegt aber jetzt nicht mehr in Salzburg, sondern, wir wissen es ja, ein Teil dieses alten Salzburger Bistums ist jetzt im Nachbarstaat in Bayern und da bin ich auch jetzt. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen weiter, schauen wir, was wir da an Motiven finden. Ja, und da sehe ich schon ein Motiv, das mir ganz gut gefällt. Und zwar einfach dieser Weg, der da nach hinten geht, der sich da dem See entlang schlängelt, rechts die Bäume, die über das Wasser hängen, sich ein bisschen spiegeln. Ich glaube, das kann ich aus der Hand machen, da brauche ich kein Stativ. Probieren wir das mal. Ganz ein einfaches, klassisches Wintermotiv. Weg durch den leicht verschneiten Wald am See. Da habe ich den Vorteil, dass ich das auch so machen kann. Das Handy ist mir da ein bisschen im Weg. Dass man keinen Himmel sieht, weil wir haben heute wieder fast wolkenlosen Himmel. Da ist immer die Gefahr groß, gerade wenn man aus dem Wald heraus fotografiert, dass der Himmel ausbrennt. Also überbelichtet wird, wenn ich den Wald richtig belichten will. Ich gehe jetzt da absichtlich relativ tief runter. Der Weg führt quasi ins Bild hinein. Von oben kommt der eine Baum, der übers Wasser hängt. Ich schaue, dass ich da keinen Himmel reinbekomme. Ja, wie gesagt, jetzt nichts Aufregendes, aber ein nettes Foto. Das sich spiegelnde Kloster
Im See ist natürlich auch ein Motiv, das ich noch irgendwo einfangen muss. Bin mir nicht ganz sicher, ganz ohne Vordergrund ist vielleicht ein bisschen zu einfach. Mal schauen, ob wir da noch ein bisschen Blickwinkel hinbekommen. Ja, das könnte da funktionieren. Da ist jetzt von unten das Schilf, das ein bisschen in dem, aus dem See da herausragt und oben zwei Bäume. Und diese beiden Bäume rahmen jetzt das Kloster dahinter ein. Das könnte was sein. Was meinen Sie? Na, da haben wir jetzt das Kloster schön im Hintergrund, vorne unten einen schönen Vordergrund durch dieses Schilf, das aus dem Wasser herausragt, und oben ein paar Äste, die diesen langweiligen Himmel auch ein bisschen Struktur geben und zusätzlich ins Bild führen. Das werden wir ausprobieren. Ihr seht, sie versucht da möglichst von weit unten das Foto zu machen. Legen wir dazu, schau nicht durch den Sucher durch, sondern durch den ausklappbaren Schirm, den ich mir dann nach oben klappen kann. Und so kann ich dann wunderbar von oben schön das Foto framen. Aus der Hand kann ich leicht schießen, weil wir sind, das Kloster liegt in der Sonne, also wir haben Licht genug. Bei Blende 8 bin ich da bei einem 400stel. Da brauche ich kein Stativ. Und ja, Horizont ausrichten geht mit den Linien auch gut. Ich nehme jetzt die Spiegelungsachse in die Mitte. Ich mache das gerne bei Motiven, wo es eine Spiegelung gibt, dass das dann auch genau die Spiegelung des Foto teilt. Ich finde, es schaut ganz gut aus. Die Bäume durchbrechen die Spiegelung ein bisschen natürlich. Ja, ich glaube, das ist ganz ein nettes Foto. Schauen wir weiter. Aufgrund der Niederschläge ist der See heute relativ hoch herum und aufgrund der neuerdings wieder sehr niedrigen Temperaturen, also sehr niedrig ist es übertrieben, aber doch niedrigeren Temperaturen als jetzt die, kann man fast sagen, Wochen davor, ist auch das Wasser wieder ein bisschen zugefroren da unten. Da gibt es eine Struktur, die ich da sehe, die mich da irgendwie ein bisschen fasziniert. Das könnte nämlich ein nettes Foto geben, fast wieder ein bisschen was Abstraktes. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich da runterkomme mit meinen Stiefelchen. Es geht. Ja, da dieser Ast, dieser beschneite Ast, der da hinausragt und davor das Eis, das durch diese Luftblasen da so schöne Linien bekommen hat. Das werde ich jetzt da probieren. Jetzt probiere ich das Ganze von weiter unten. Und dann noch mal von ganz unten. Ich glaube, das ist die interessanteste Perspektive. Und
Dreieck, das in die Bildmitte hineinzeigt, wo dann dieser Ast weiter in den Hintergrund läuft. Ist ein kleines Experiment. Keine Ahnung, wie das dann wirklich am Schirm ausschaut. Dort ist ein ganz interessanten Eindruck gemacht. Kleines Experiment nebenbei. Muss auch kein. Muss auch Platz haben. Entlang dieses Weges, dem See entlang, gibt es auch immer wieder ganz nette, interessante Informationstafeln. Zum Beispiel eine erzählt davon, dass hier an dieser Stelle mal ein Elektrizitätswerk gestanden ist. Von 1925 bis 1962 war das in Betrieb. Und zwar zunächst war das ein Wasserkraftwerk, das da das mit dem Wasser aus dem Bach Strom erzeugt hat. Und später wurde es dann durch einen Dieselmotor ergänzt. Und dieses Kraftwerk hat den Strom für das Kloster und für zwei weitere Höfe erzeugt. Ja, da kommt der Wasserfall oder der Bach herein in ein paar schönen Kaskaden. Die gefallen mir eigentlich ganz gut. Ich denke, ich werde die letzte Kaskade aber weglassen müssen, weil ich da keinen Platz habe. Ich kann bei der Brücke nicht weiter zurück. Ich werde die ersten da nehmen, aber diesmal vom Stativ fotografieren, weil ich vielleicht mit ND-Filter versuchen werde, ein bisschen das Wasser weich zu machen. So, erst einmal das Stativ. Tasche darüber. So. Eigentlich ist es von da nett irgendwie. He? Das könnte ein interessantes Schwarz-Weiß-Foto werden, weil da habe ich jetzt durchs Hochformat schon den Himmel im Hintergrund drauf, der da ein bisschen fast weiß wird. Aber wenn ich mir das jetzt ein bisschen überbelichtet vorstelle, auch der Wasserverlauf, der da runterkommt, dann durch den ND-Filter weich gemacht. Bin ich schon gespannt, wenn man da die Sättigung ein bisschen rausnimmt. Ja, ich glaube, das gefällt mir fast besser. Ich bin schon neugierig, was ihr sagt. Ich kann sie jetzt noch nicht beurteilen. Aber ich finde das Hochformatfoto, denke ich mal, besser. Zumindest soweit ich es jetzt da auf der Kamera beurteilen kann. Es ist immer ein bisschen schwierig, man soll sich da gar nicht drauf verlassen, weil diese Kameramonitore natürlich niemals das Foto so wiedergeben, wie es dann zu Hause am Schirm ausschaut oder überhaupt, wenn man es dann ausdruckt. Das ist nur eine Idee, wie das Foto wirken könnte. Und daher bin ich dann immer gespannt, wenn man es dann zu Hause zum ersten Mal sieht, auf dem Monitor, gibt es eine Überraschung oder eine Enttäuschung. Alles ist möglich.
Ja, dieses Bootshaus da fasziniert mich schon ein bisschen, schon seit ich da hinten bin, aber so wirklich wird das nichts. Aber was mich mehr fasziniert, sind fast rechts diese Bäume. Ich weiß nicht, ob man das da sieht im Video, ich glaube fast nicht. Drüben auf der Spitze dieser Halbinsel sind so verschneite oder angeschneite Bäume und die machen da einen schönen Kontrast, liegen kreuz und quer mit der Wasseraufspiegelung und macht das da irgendwie einen netten Eindruck. Ich denke, das werde ich noch probieren. Diesmal vielleicht vom Stativ, weil da werde ich ein bisschen hineinzoomen, also eine längere Brennweite verwenden. So, check. Stativ möglichst weit vorn, weil ich will da jetzt von dieser Seite des Ufers nichts drauf haben. Mich interessiert da nur speziell der eine große Baum, der da so schräg heraussteht. Wie immer muss ich zugeben, eigentlich wäre es jetzt gut, ich hätte eine Sonnenblende dabei und ich habe sie nicht dabei. Und das ist ein Fehler. Und warum ich sie nicht dabei habe, ist ganz einfach erklärt. Weil ich nämlich gespart habe und mir eine günstige Nachbausonnenblende gekauft habe. Also nicht die Original von Canon. Die ist nämlich unverschämt teuer, finde ich. Und ich habe mir gedacht, ich spare mir ein bisschen Geld und kaufe mir eine billigere. Nur die funktioniert nicht gescheit. Das heißt, sie hält nicht gut. Was dazu führt, dass ich sie auch nicht mitnehme. Also eigentlich falsch gespart. In solchen Momenten wie jetzt wäre es gut, wenn ich sie hätte. Weil jetzt bin ich genau im Gegenlicht. Was dazu führt, dass ein bisschen das Foto ausgewaschen wirkt. Wobei ich jetzt diesen Effekt da gar nicht schlecht finde. Ich bin am Stativ, also den Stabi ausschalten, habe ich vergessen. Sonst rutscht man ständig das Bild hin und her. Ich bin neugierig, was ihr sagt, aber ich finde, das ist fast das schönste Bild, das ich bis jetzt gemacht habe. Ich habe nur vergessen, dass ich jetzt erst die Belichtungskorrektur hinuntergedreht habe. Das machen wir wieder zurück. So, nochmal belichten, das passt. Jetzt werden wir nochmal scharf stellen. Ich verwende zum Scharfstellen gerne einen Backfokus, damit die Schärfeneinstellung unabhängig von der, vom Auslösezeitpunkt erfolgt. Ja, bin schon gespannt, was ihr meint. Natürlich lese ich auch immer gern eure Kommentare, also wenn ihr Anmerkungen, Fragen, Hinweise, Verbesserungsvorschläge habt, dann würde ich mich freuen, von euch zu lesen. Einfach einen Kommentar hinterlassen, ich mache es auch, alle Kommentare zu beantworten natürlich. Das Ganze macht natürlich mehr Spaß, wenn es ein wenig ein Dialog wird. So, jetzt bin ich mit der Runde fast fertig. Und dann gibt es noch eine Brücke, da schaue ich jetzt noch hin. Der Niederschlag macht sich auch da bemerkbar. Da ist das Wasser so hoch, dass man nicht gescheit. Also ich müsste da rüber hupfen. Nein, das mache ich nicht. Tja.
die Brücke oder der Brückenkopf ist überschwemmt. Ja, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe wieder zurück, wo ich hergekommen bin, wieder den ganzen See herum. Aber ich glaube, das mache ich nicht. Da suche ich mir lieber einen anderen Weg. Ich werde da lieber den Weg weitergehen. Ich glaube, da hinten gibt es auch eine Art Brücke. Außerdem, vielleicht finde ich dann auch ein Motiv, weil den See habe ich jetzt umrundet. So, da vorne gibt es eine Autobrücke. Die ist knapp, naja, knapp, aber gut über dem Wasser. Alles andere ist da verschwemmt. Und da hätte ich jetzt erwartet, dass es vielleicht ein schönes Motiv gibt. Weil, wenn man da zurückschaut, sieht man genau auf diese Kirche. Und jetzt bin ich gespannt, wie das ausschaut. Da ganz hinten ist die Kirche. Wenn sich die da im Wasser spiegelt und dahinter, das ist der hohe Staufen. Ist doch ein bisschen ein ungewöhnliches Bild, oder? Aber reicht es für ein Foto? Bin mir nicht sicher. Bin mir da nicht sehr sicher. Ja, ich werde es einmal probieren. Sehen wir dann, ob man daraus was machen kann. Ja. Schauen wir. Ich probiere es aus. Weil nur durchs Probieren kann man ja auch lernen. Und lernen ist ja gut. So. Also jedenfalls will ich den Staufen drauf haben mit der Kirche gemeinsam. Jetzt ist die Frage, gehe ich wieder ganz runter und mache ein Spiegelbild. Jetzt ist die Kirche genau in der Mitte. Gefällt mir nicht. Ich glaube, ich werde doch das Stativ verwenden. Das tun wir einfach leichter mit dem Bildausschnitt bestimmen. Weil ich mir dann wirklich Zeit lassen kann, um zu sehen, ob das funktioniert oder nicht. Ich werde schon da bleiben. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter runter mit der Geschichte. So. So. Probier es zuerst im Querformat, wenn ich schon drauf bin. Schauen wir mal, wie das kommt. Das ist jetzt das Schöne am Stativ, kann man sich dann schön Zeit lassen. Es ist wieder das Querformat fast besser. Aber weiter rüber, ich hätte gerne auch die Spiegelung von der Kirchturmspitze noch zur Gänze. Wenn wir uns das jetzt so anschauen. Die Kirche aufs rechte Drittel. Und die Spiegelfläche, ich muss es so ausschauen, wenn wir die Kirche wirklich schön daher nehmen und das Bild wieder um die Spiegelung zentriert, gefällt mir einfach besser. Da werde ich aber jetzt, denke ich, ein HDR-Foto machen, weil jetzt schaue ich genau in die Sonne rein. Verschieben wir das Ganze ein bisschen nach unten. Überbelichtet brauchen wir es, glaube ich, nicht sehr. So, wieder 2 Sekunden Timer. Schärfe ist klar, ich habe quasi keinen Vordergrund, bis auf das bisschen Eis da vorne. So, schauen wir die Fotos schnell durch. Ja. Fotos passen soweit.
probier doch schon eines mit dem Hochformat, wo nur die Kirche mit den Staufen drauf ist. Wenn ich das so hersetze da. Nur die Kirche, man muss aber weiter nach rechts gehen. Da fehlt mir wieder die Spielung. Ja, das könnte funktionieren. Diesmal nehme ich die Kirche ins linke Drittel und rechts geht dann der Staufen in die Höhe. Leider ist das Licht nicht so toll. Etwas flach, aber das probiere ich trotzdem aus. Ich muss noch ein bisschen weiter in die Höhe. So, ich lasse das Ganze beim HDR. Mache so drei Aufnahmen, die in dem Fall sogar mal ganze Blendenstufe unterschiedlich sind. Weil ich habe das Gefühl, da haben wir doch einen großen Hell-Dunkel-Unterschied. Schärfe sitzt. Blende 8 passt. Eine 200stel Sekunde. 2 Sekunden Verzögerung. Und die Fotos sind da. Ja. Könnte funktionieren. Bin ich schon sehr gespannt auf diese Ausbeute heute. Ja, da vorne ist schon der Parkplatz. Ich habe die Runde fertig geschafft um den Högelwörthersee beim ehemaligen Kloster Högelwörth. Und somit neigt sich auch dieses Video wieder zum Ende. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit mir. Hier auf meiner kleinen Fototour ist fast übertrieben. Schreibt mir doch in die Kommentare, welches Foto euch am besten gefallen hat und vielleicht auch warum. Würde mich sehr interessieren und sehr freuen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch bitte auch ein Like. Schaut euch ein bisschen um auf meinem Kanal, was ich so mache. Und falls euch da gefällt, was ihr seht, dann abonniert doch meinen Kanal. Und dann aktiviert bitte auch diese kleine Klingel da unten, damit ihr das nächste Mal wieder benachrichtigt werdet, wenn ich ein Video hochlade. Jetzt habe ich noch eine Kleinigkeit. Ich bin nicht zum ersten Mal da gewesen an diesem Spot. Ich wollte das eigentlich einmal fotografieren bei Nebel, also Winterlandschaft Nebel. Habe ich auch gemacht, nur leider habe ich dann einen blöden Fehler gemacht und meine Speicherkarte ruiniert, wo die Filme drauf waren. Somit gibt es da nur ein paar Drohnenvideos und ein paar Fotos auch. Die werde ich euch jetzt vielleicht im Anschluss noch zeigen, wie diese Gegend ausschaut, wenn es ein bisschen Nebel hat. Es war zwar nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber zumindest nicht so ganz so klarer Himmel wie heute. Ja, damit bin ich am Ende. Euch wünsche ich noch viel Spaß beim Fotografieren und wir sehen uns ja dann hoffentlich das nächste Mal auf diesem Kanal. Ciao und pfiat euch.